durchstarten. Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Grounded. Genau, so werfe ich. Mach ich das wieder wegen lauter? Was haben wir heute eigentlich vor? Was ist das da? Saft. Wir wollen den Saft. Wir müssen immer noch in das andere Labor rein, aber wir haben keinen Weg gefunden, wie wir reinkommen. Ja. Ist das die große oder ist das die kleine Spinne? Oh scheiße, das schaut nach der großen aus. Tschüss. Ach ja, stimmt, wir müssen noch die Viecher sammeln, damit wir unsere verbesserten Werkzeuge bauen können. Ja, so weit waren wir da. Oh, oh. Laufe ich gerade richtig? Es wirkt irgendwie falsch. Ja doch, ich bin zu weit gelaufen, deswegen. Wir bauen uns unsere verbesserten Werkzeuge und dann ziehen wir los. Guten Abend, Adrian. Ach ja, ich möchte jetzt in Zukunft auch immer dran denken, dass ich am Anfang vom Stream immer sage, diese Folgen werden auch ohne meine Fresse da oben links gezeigt als eigene Folgen. Damit die Bescheid wissen, die Leute. Aber ich glaube, so Horror-Games werde ich jetzt dann extra... Werde ich die auch extra schneiden? Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Also gut, wir brauchen den Insektenhammer. Und dazu brauchen wir Baumwanzenbrocken. Stimmt, diese dreckigen Schweine, Alter. Ich werde euch kalt machen. Diese scheiß Stinkstiefel. Die alte Sau, die sich das letzte Mal in den verdammten Baumstamm reingebackt hat und meine ganze Sperre erledigt hat. Ich werde sie so abmurksen, ey. Ich hoffe, die ist wieder da. Ich hoffe, die ist gespawnt, die Sau. Ich werde ihn so ab... Rüsselkäfer, Ding. Ich werde sie so abmurksen, Alter. Ich hoffe, die sind wieder da. Die waren hier auf jeden Fall. Und ich habe gemerkt, die sind auch nicht so stark. Ah, gross. Stay away. Scheiße. Boah. Diese Fuckmilben, Alter. Wie viele denn hier rumgammeln? Wir haben das letzte Mal auch einen Moskito gekillt, ne? Marienkäfer. Brauchen wir von dir eigentlich noch was? Ich bin mir gerade nicht sicher. Moskitos brauchen wir erstmal nicht. Was wir noch brauchen werden. So passt doch alles bei der Einstellung, ne? Ja. Was wir, glaube ich, auch noch brauchen werden, ist, stimmt, Bombardierkäfer müssen wir wahrscheinlich auch noch kalt machen. Lebt der eigentlich noch? Nothing weird at all. Forschungsstation? Warte, was? Wo? Da ist eine Wanze! Da sind zwei! Ist das eine Wanze? Boah, das ist ein Bombardierkäfer. Ich bin mir gerade unsicher, was das ist. Irgendwie schaut es neu aus. Hallo? Was lange umspacken, wir werden es einfach umbringen. Müssen wir mithelfen, Kleiner? Nein. Arschloch. Ja, es ist der Baumwanze. Boah. Oh Gott. Fuck, aber ich hab's dir mitgenommen, die Sau. Ich dachte nicht, dass wenn die mich anspringen, dass die gleiches Kotzen an, Scheißen anfängt. Dumme Sau. Ist Müffel. Wo bin ich eigentlich? Da hinten. Aber es war eine Baumwanze, das heißt, eins unserer Opfer. Ich hoffe, die Leiche bleibt auch liegen. Ich werde kommen und eine Leiche holen.
Hat er lange gehalten, unser... Wir müssen unsere Panzerung noch upgraden. Baumwanzenbrocken, Baumwanzensack. Okay. Okay, sie stimmt gerade. Ja, so geht es. Blocken und umlegen. Kleine Drecksau. Freue mich dringend noch, freue mich und dann sehe ich schon aus dem Augenwinkel, wie irgendwo eine Wanze herumgeistert. Ne, eine Laus war das, ne? Auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Sieh dir nur die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Oh scheiße, diese alten Kinderlieder werden mich für immer verfolgen. Ach, eine Milbe war's. Okay. Als ob ich noch wüsste, was ihr Drecksviecher seid. Ihr seid einfach nur hässlich. Speer. Speer, 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 Speer. Noch ein Speer. Fuck. Inventar voll. Der Sack ist neu. Oh ja, wir haben das da, ne? 8. Können wir dann gleich hier erforschen lassen? Scheiße, da ist noch ein Speer. Fuck. Fehlen wir mal jetzt mehrere Magenschleimer, Stinkerpfeil. Ja, ich bin definitiv nicht am Stinkerpfeil gekommen. 1760. Ich glaube, das wächst 2,5, ne? Ja. Jetzt müssen wir ja noch diese Bombardierkäfer kalt machen. Ich meine, ich wüsste, wo welche sind, aber die sind halt ganz hinten in der Ecke, ey. Wir haben eh gerade keinen Platz. Mich hier schon mal umgeschaut. Das ist doch eine neue Gegend, die wo ich noch gar nicht war, oder? Guten Abend, Angelika. Ah, das ist auf der anderen Seite von dem Ding. Oh, eine Distel. Natürlich Mildenparadies, Alter. Ihr könnt mich. Geht's da hinten runter? Oh mein Gott. Wo ist die? Wo kommst du her jetzt? Drecks Milbenviech. Da war. Da ist sie. Komm her. Ich bin der Anti-Milben-Mann. Ich hab bloß mein Spray vergessen. Da ist schon wieder eine. Wie viele von euch Drecksviechern gibt's eigentlich? Was ist hier? Hier ist gar nichts, ne? Geht's hier rein? Just give me a second to let my eyes adjust to that. Ich glaube, da geht's rein. 5.
Warte, brauche ich da eine Bombe? Benötigt Sprengsatz. Alter. Hä? Ja, da schon wieder welche sind. Fuck Viecher, Alter. Die verbreiten sich viel zu schnell. Wie, es wird eine Klebe benötigt. Ja, die wäre jetzt ganz nützlich. Die sollen wir ja den Arsch hier rüberschieben. Was grunzt denn hier schon wieder rum? Oder? Oder ist das was anderes? Dach, ist es wieder dieser Rüsselkäfer. Jobcan. Irgendwas Neues? Nee. Oh, da unten. I've thought about this in circles for days now, and I've come to a decision. It's time to restart spacer development. Ominid may not believe in it, but I know its potential. So dumb to be so. I must figure out how to return shrunk objects to their original size. The first step will be to address the particle transcription errors. It seems almost certain that the irregularities are responsible for the failure during the demonstration. Burgle, please bring up all the lab data about the unknown particles. Happy to be of service. Notes will be prepared and delivered to your table in 4 hours or less. 4 hours? What are the chances for less? Delivery estimate will be prepared in 2 hours or less. An auspicious beginning. Vielversprechender Beginn. Ist da bloß was zum Saufen drin? Soda-Tropfen. Okay, Soda-Tropfen sind mit mehreren Dingen. Oh Gott, das war ja bloß das Ding, weil es anzeigt, Inventar voll. Okay, Spinnendinger, das heißt... Ah, wo ist der Baum? Da hinten ist der Baum. Spinne um die Ecke. Spider-Man, Spider-Man. Ich würde immer noch gern wissen, ob ich eine große auch killen kann, aber die dumme Sau hat hundertprozentig viel mehr Energie wie die kleine. Blöde Frage, ich meine, das scheiß Ding ist ja auch dreimal so groß. Natürlich. Weißt du, einen dreckigen Mistmilben da habe ich immer genug da. Marienkäfer? Müssen wir da rechts rum? Ich glaube, da kann ich ja durch, ne? Da war... Lass nur... Ich leide los. Ja, schön, dass du kurz da warst, Adrian. So, mir fehlt jetzt für den, fehlt mir immer noch das Bärenleder, das kriege ich gleich. Und die Kochdrüse, da müsste ich schauen. Insektenaxt. Marienkäferkopf habe ich einen, Seidenseil bräuchte ich, ne? Was brauche ich für Seidenseil nochmal? Netzfaden. 2 verfügbar, aber ich müsste irgendwo anders noch was haben. Da habe ich 2. Achso, weil das nebendran ist, ne? Shit, das wird beim anderen Ding sein.
Kurz mal da das Zeug reinschmeißen. Du kannst hier rein, du kannst hier rein. Stechmückenschädel. Was können wir da drauf tun? Baumwanzen-Sackgas. Immer dieses Sackgas. Okay, passt auf. Schauen wir mal zum anderen, ob da der Rest von diesem Netzzeug ist. Hoffen, dass wir unterwegs keine Megaspinne im Weg laufen. Oh! Wie viel halten die eigentlich aus? Der andere ist weg, ne? Alter, ich habe zu viele Speere jetzt rumgeschmissen. Wo kommst du her? Noch einer? Kieselspeer, Leuchtklippe, irisierende Schuppen. Da oben sind noch zwei. Einen habe ich drüber geschmissen. Guten Abend, Klaus. Da ist einer. Acht nur noch. Aha. Da. 9. Ne, 10, 11 haben wir jetzt. Dann haben wir 2 Stück verloren. Das geht aber in Ordnung. Nein, 12. Sehr geil. Mit 12 bin ich zufrieden, nachdem ich so oft daneben geschmissen habe. Vor allem, weil ich immer gedacht habe, ich könnte vielleicht auch die Flügel treffen. Oh. Warum hat die Sau mich getroffen? Hilfe! Ich kann nicht mehr rennen. Ich bin vergiftet. Ess was. Kleine Drecksau. Wie die halt wieder da ist, ne? Thank you.
Alter, gerade so, dass es gereicht hat. Und es sind halt schon wieder zwei Speere ins Nirgendwo. Fuck. Aber für die Spinnennetze muss ich ins andere Ding rein. Muss ich wieder zurück. Aber die alte ist wieder weg. Das ist doch schon mal gut. What do we have lurking around out here? Eieieiei. Natürlich laufe ich nachts der Spinne über den Weg, das war so klar. Schaut's mal im Inventar aus. Geht. Einer meiner Speere. Sehr geil. Ah, so viel. Schauen, wo sind wir? Rechts lang. Wir müssen dann, glaube ich, immer noch einen Bombardierkäfer kalt machen. Also ja. Kurz ein paar Snacks für zwischendurch mitnehmen. Oh Gott! Na, wo müssen wir jetzt noch hin? Da lang. Stimmt, da ist das Gerät. Dahin. Hey, wo ist die hin? Ah, da. Fliegenpelz, rohes Fliegenfleisch, Kieselspeer, sehr schön. 10. Naja, nochmal 3 oder 4 Stück haben wir verloren. Das brauchen wir. Ah, da ist das, was ich gesucht habe. Kochdrüse. Da ist ein Spinnennetz. Da ist nichts drin. Marienkäfer hindern. Marienkäferkopf. Das können wir da rein tun, das brauchen wir nicht. Das andere können wir analysieren lassen. Glühwürmchen-Kronleuchte. Ja, das ist das, was ich auf jeden Fall brauche. Verdammter Kronleuchte. Augen ausgestopftes Glühwürmchen, Wanddeko. Dafür habe ich es gekillt? Echt? Wow. Das ist mal eine sehr niederschmetternde Bilanz. Oder Ding halt. Habe ich Platz? Ich weiß gar nicht. Bärenleder müssen wir eh noch holen. Bombardierkäfer haben wir noch, Seidenseil, okay. Wir müssen noch Bärenleder holen. Das heißt, wir gehen jetzt zurück, liefern dort ein wenig. Moment, wir könnten ja eigentlich einen von den Körben hier mitnehmen. Umstellen. Und
Uns sofort, jetzt muss kein Gegner begegnen, ne? Gegner begegnen, ja, okay. War der war auch der Fliegenpelz hier? Weil Fliegenpelz brauche ich auch, um mir einen Bogen endlich zu bauen. Mein Bogen wäre schon mal geiler wie... Da ist bloß der Käse drin. Auf Fliegenpelz hätte ich eh schon genug gehabt. Was brauche ich für einen Bogen? Da glaube ich, brauche ich auch ein Ding, oder? Sprösslingsbogen. Sprössling, Fliegenpelz, grobes Seil. Okay, das kann ich mir beim Ding dann bauen. Habe ich hier irgendeinen... Eigentlich nicht. Das sind meine Pfeile wahrscheinlich beim anderen Ding. Das heißt, ich muss bloß den Fliegenpelz mitnehmen, den Rest kann ich unterwegs sammeln. Habe ich da irgendwo meine Pfeile? Mit dem Bogen können wir dann endlich mal einen Haufen Zeug bauen und können so schießen, ohne dass wir ständig irgendwie die Speere schmeißen müssen. Vor allem, da müssen wir dann zwar wahrscheinlich öfter auf einen Gegner schießen, aber du kannst halt wenigstens deine Plätze im Inventar kannst du lassen. Ohne dass man da sieben, acht oder 20 Plätze weghaust, weil du die ganzen Speerdinger brauchst. Die ganzen Plätze für die Speere. Dass der Weg relativ sicher ist. Da ist ein Speer. Könnt ihr den mitnehmen? Das traue ich mich jetzt nicht, Alter, sonst ist das Ding wieder weg. Habe ich hier irgendwo meine Pfeile? Vielleicht waren die Pfeile im anderen. Mal. Erstmal Insektenaxt. Brauchen wir Bärenleder, das muss man noch holen. Bombardierkäferbrocken, habe ich das nicht? Ah, nee, Bombardierkäfer ist was anderes. Ich habe das vor der blöden Wanze, ne? Da, Baumwanzenbrocken für den. Okay. Okay, Spinnennetz hier rein, das hier rein, das ist eh vergammelt, das hier rein. Das können wir noch brauchen. Marienkäferkopf, das hier rein. I'm a picky eater, but still. So. Bärenleder. Aber wir sollten vorher wahrscheinlich... schnell was kochen, das nehmen wir dann für unterwegs mit. Was heißt kochen? Wir halten sie übers Feuer und fertig. Wenn wir diese Trötenkäfer wieder finden, die eigentlich hier massenweise rumlaufen, ich gerade keinen finde. Keiner mehr rumläuft. Schweinerei.
Aber warte, wir können das schnell machen. Wir können uns den Bogen schnell mal bauen. So, zack, zack, zack. So. Das muss eigentlich reichen. Ah, wo habe ich meine Pfeile hin? Die können doch dann bloß noch beim Ding sein. Beim Forschungslager. Stimmt, den wollte ich mitnehmen. Wir müssen auch bei Gelegenheit eine Biene killen. Oder eine Wespe. Oder eine Hummel war es, glaube ich. Pfeile wieder. Wie geil. Mutation, Arm, Eisen. Okay. Wo waren die Mutationen nochmal? Daten? Status, da. Die Ameise ist bekannte Bedrohung für dich, die du im letzten Organ kennst. Tonenzerstörung sind alles, was Ameisen deinem Weg bevorsteht. Ameisenschaden erhöht. Cool. Tod und Zerstörung ist das Einzige. Scharfschütze. Naja, die war ziemlich nah vor mir, deswegen war das jetzt geeckt. Da ist wieder so ein Trottenkäfer. Lass mich jetzt durch. Warte mal, ich habe zwei auf den geschossen, ne? Ob ich einen zweiten hin? Da ist er. Ach so, weil die, wenn die irgendwo... Ey, die schießen sich ziemlich gut. Lass mich vorbei. Jetzt gehen wir mal schnell aufs Feuer, dann gehen wir los, schauen, ob bei dem anderen Ding die ganzen Dinger drin sind. Feuer an. Wir ziehen auf jeden Fall weniger mit dem Speeren ab. So ein Käfer ist mit einem Speer tot. Das heißt, ich brauche zwei für einen Speerwurf. Gleichzeitig kann ich aber von weiter oben schießen und besser zielen. Oh, fuck! Ist das dein Scheiß Ernst jetzt? Da ist auch ein Speer. Ja, als ob ich nicht wüsste, dass ihr da zwei da noch da seid. Warte, wo ist die hin? Oh Gott sei Dank, die ist oben übers Lager drüber. Boah, ich dachte schon, scheiße. Das sind die. Ah, das sind die Pfeile. Okay. Jetzt können wir noch einen Haufen Bogendinger machen. Pfeile. Und ansonsten haben wir die Speere. Ich glaube mir. Alter, das ist saugeil. Das mit den Speeren ist immer so eine Sache. Da. Warte, das können wir uns noch kurz schnappen. War da nicht irgend. Hä? Hab ich nicht gerade was gesehen?
Beibildung ist auch eine Bildung. Stapel ablegen. Achso, so könnte ich das auch machen. Stapel ablegen. So. Jetzt können wir uns auch wieder heilen. Inventar. Was legen wir da unten weg? Die Schaufel, hätte ich gesagt einmal. Den Hammer lassen wir mit da. Schieben wir eins vor. Da die Fackel. Schild. Und Essen. Genau. Jetzt haben wir momentan 50 Schuss dabei. Eins, zwei. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich so viel mitnehmen will. 2, 4, 6, 8. Einerseits. Ein 10er-Stack lassen wir da. Okay, wir müssen Bären holen. Da wissen wir ja, wo das geht. Das ist da hinten nämlich, wo wir nicht rein konnten. Oder müssen wir eh außen? Ich will mal kurz hier schauen. Da ging es nicht hoch, ne? Okay, das braucht auch eine kleine Ausdauerleiste. Also ein kleines Stück von der Ausdauerleiste. At least it's clean. Das Netz ist noch weg, also soll halt eigentlich die Spinne noch weg sein. Oh Gott, wie viele sind da? Oh Gott, Spinne! Oh Gott, es zieht ja fast gar nichts ab! Ich war jetzt eigentlich ziemlich stolz auf meinen Bogen, aber der ist irgendwie mit ziemlicher Müll. Na gut, das sind auch bloß kleine Distelstacheln, ne? Bogen wahrscheinlich noch verbessern. Alter! Aber hey, wir haben noch eine Spinne gekillt. Wir gehen mal nochmal zurück. Ich muss mal schauen, was ich auch drauf bin, aufs Ausrüsten vom Bogen. Wir sind ja Gott sei Dank noch nicht allzu weit vorangekommen, Alter. Was für eine Kacke. Da rechts fliegen. Ich muss den Bogen definitiv ein Upgrade verpassen. Aber dazu bräuchte ich die Quarzsteine, ne? Schleifsteine. Jetzt bräuchte ich schon 4.
Ja, der Vorteil bei sowas ist halt immer, dass wir das Zeug, was wir da abschießen, behalten können. Also ich soll definitiv erstmal so rumlaufen. Wir brauchen immer noch die Bären. Fuck, das sind Moskitos. Ist das da vorne? Oh, das sind diese... Warum? Das ging auf jeden Fall gut. Wir brauchen bloß immer noch mehr schauen, dass wir mehr Schaden mit dem Bogen machen. Larva hier, if you're into that sort of thing. Larva up ahead. Das sind halt zwei, ne? Okay, jetzt sind wir den Speeren schneller tot. Und vor euch Drecksviechern habe ich immer Angst gehabt. Die könnten mir ruhig mal dieses irgendein Larvenmutter gehen oder so einen Scheiß geben, damit ich die auch weghauen kann, leichter. Those aphids look like they have things to do and people to see. Wo waren die Bären jetzt eigentlich? Oh, scheiße, da sind riesige Spinnennetze, ne? Bären sind da ganz hinten, ey. Verbrauchen. Oder ist es da oben einfach nur so? Es wird langsam dunkel. Das sind nur Leuchtkäfer. Die haben eh nur Müll.
Ach so, jetzt fliegen sie. Ameise. Da ist eine von den Bären. So, wieder schön an Land spülen. Es wird noch Schwachsinn, wie hier das Ding ist, aber ich nicht reinkomme. Hat es nicht geheißen, ich kann dann da rein, weil ich registriert bin? Es wird wieder dunkel, ne? Was haben wir da? Da, übernachten, offenes Zelt, konstruieren. Sprössling 1. Light. Burn back the shut. Hey, Aunt. What's the news? Ich brauche einen zweiten Sprössling. Hallo? Da eigentlich noch auf. Dann geht sie woanders rum, ne? Wahrscheinlich da oben drüber. Hello, powerless aunt. Wenn ich jetzt penne, komme ich um 3.52 Uhr wieder raus. Gescheit zu sein. 2 Stunden in der Dunkelheit geht schon. Sorry, gleich geht's weiter. Komisch, da hinten in der Ecke, weil ich mit meinem Handy WLAN. Aber jetzt war wenigstens hier auch ein Häuschen. Ja, ja, Ameise, ja, ja. Hey, Mosquito, go suck someone else's blood. I don't need any West Nile virus. Oh oh. Nein! Die war doch fast tot! Wo bin ich? Jetzt bin ich wieder hier, ne? Scheiße. Das hat ja mal super funktioniert. Weil ich mir gedacht habe, ja, die machen wir noch kalt.
Fuck. Der Bogen ist einfach zu schwach. Aber ohne mein stärkeres Werkzeug kann ich halt auch nichts aufbauen. Ne? Ich wenigstens. Wow, ich habe 14 Pfeile habe ich behalten dürfen. Natürlich sind jetzt überall Maden unterwegs. Oder Wanzen oder was. Ich will die Dinger mit der Karte haben. Da ist der Mr. Mosquito. Wir müssten auf jeden Fall irgendwo noch Bärenhaut haben, dann müssten wir das eigentlich genug haben, um den Hammer bauen zu können. So. Warte mal, irgendwie fehlt einer. Wie schon wieder einer fehlt, Mann. Schweinerei? Warum liegt denn der eine jetzt da hinten? Die sind wenigstens schnell weg, das ist schon mal gut. Oh, really? Those mites are so annoying. Ah ja, stimmt, hier war doch. Oh. Ach, das geht schon.
Wie weit die Viecher halt springen können. Speerwerfer-Mutation 2. Stark. Echt? Was war das jetzt? Du kleines Arschloch! Große Spinne! Ich komme, jetzt bin ich von einer kleinen Lautmaus. Ja, scheiße, wie war das Ding mit der kaisen Milbe gekillt worden? Alter, ist das zum Kotzen? Jetzt hätte ich mir gedacht, gut, den Max ist so nach und nach mit dem Speer kalt. Halt, da hinten ist der Rucksack. Ich dachte, scheiße, der Rucksack ist weg. Ja, wegen der Spinne. Die Spinne hat mich vergiftet. Und die Milbe hat mich übrigens gekillt, nicht das Gift. Glaube ich. Aber ist eigentlich scheißegal, ich war auf jeden Fall tot. Ich meine... Das ist keine normale Spinne. Das ist keine von den anderen Spinnen. Oh mein Gott. Das ist eine größere Spinne. Das ist eine andere. Warum ist die da? Die gab's doch vorher nicht. Das ist eine fucking Wolfsspinne? Echt? Toll, danke. Ist ja nicht so, als ob wir die dumme Sau brauchen. Die war doch hier nie. Ich war doch in dem Bereich schon mehrfach. Und so eine scheiß Wanze ist auch wieder hier, habe ich gesehen. Thank you.
Alter, eine fucking Wolfsspinne. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Vom Alter, ich will doch nur diesen Bombardierkäfer haben. Ich glaube, der rennt da hinten immer noch rum, ne? Da ist er. Da ist die Schaufel, dann ist hier auch dieser dämliche Käfer. Oh, die Alte hängt da hinten. Ah, fuck. Komm schon und du gehörst mir. Nein! Oh doch, es hat gereicht. Ich dachte schon, der heilt sich gleich wieder. Oder sammelt die Dinger automatisch ein? Ich glaube, die hängt nicht mehr da hinten, die Alte. Wo ist sie jetzt? Das Bombardierkäferzeug habe ich eingesammelt, oder? Ja. Das heißt, zurück und die neuen Werkzeuge machen.
schon aufpassen, unterwegs nicht drauf zu gehen, weil hier eine scheiß Wolfsspinne rumrennt. Ich denke mir schon, wow, wer weiß, ob es hier nur diese Radspinnen gibt oder wie die Dinger geheißen haben. Ist beide der Hunger auf dich. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem die Alte hat ausgeschaut, wenn sie genau gewusst hat, wo sie hin muss. Bärenleder? Ach so, das muss ich noch weiterverarbeiten, ne? Oh, echt, Alter. Ich brauche 3 Stück, um ein Bärenleder zu machen. Achso, ich habe nichts mehr im Rucksack frei, ne? Hey, doch, hab ich. Ja. Herstellungsanforderung. Oh, Spinnrad. Eichelkappen. Was war das andere? Ameisenarsch. Saft müssten wir haben und Seil. Ton müssten wir eigentlich auch irgendwo haben, da. Hä? Nein, 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 nein. Echt? Ich muss damit warten? Wie lang? Verdammt lange. Scheiße. Shit. Das ist nix geil. Achso, ja, Bärenleder können wir analysieren. Ja, okay, es geht eigentlich, aber ein bisschen sammeln können wir dann noch gehen. Wie schaut denn das eigentlich mit dem Zeug, was wir herstellen, aus? Oh, Dach. Kleedach. Türrahmen. Lehmfundament. Eichelwindeltreppe. Da brauchen wir halt einen Haufen Lehm, ne? Ich hoffe einfach mal, dass sie mich nicht beim Bauen wieder erwischt. Also wir brauchen mehr von den Bärenzeugen, ne? Ich meine, ich wüsste, wie ich rankomme, aber... Dazu müsste ich wieder dahin zurück.